Willkommen zurück bei Lara Croft Tomb Raider. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir einfach mal mit der Hauptquest weitermachen. Ich bin ja jetzt schon mehrere Parts irgendwie wieder abgewichen von der Hauptquest, weil ich irgendwie so eine Nebenquest gemacht habe und dann gerade irgendwie in zwei Gräbern, Herausforderungsgräbern plötzlich gefangen war. Ein Mausoleum. Dann sind wir hier wohl richtig, oder? Jonah, ich spüre was. Wir sind nah dran. Suchen wir nach Zeichen von Lopez. Das hier wurde von dem Gründer der Sekte der Sieben geschrieben. Es geht dabei um Geldmittel für die Renovierung in der Bibliothek. Die Sekte der Sieben kennt man doch von Game of Thrones, oder? Da gibt's doch hier auch die Sieben. Ist da eine Leiche hinter oder ist das eine Puppe? Ne, ein Bild ist es, glaube ich, ne? Und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Unter den Flügeln. Das heißt wahrscheinlich... Hier, ist das unter den Flügeln, weil der Drache Flügel hat? Reiher und... Oh, der Reiher. Oh, hier müssen wir schon wieder was aufbrechen. Da liegt ein Brief. Oh nein, ich wurde mit Steinen beworfen. Ja, das lese ich jetzt nicht. Ich hätte ein bisschen Angst, wenn ich hier oben langlaufe, dass das einstürzt. Das sind schon einfach so Löcher. Und auch den ganzen Staub hier. Guck mal, da ist schon wieder so eine Sonne. Nach dieser Trübsal werden Sonne und Mond ihren Schein verlieren. Jonah, die zwei Bibelzitate. Die Sonne ohne Schein und die Zuflucht unter seinen Flügeln. Was bedeutet das? Der Reiher und die Eklipse. Das ist es. Suche einen Reiher und eine Eklipse. Tardaremos eternidades. ¿Cuántos años? Un paso a la vez. Ja, aber wo soll ich das suchen? Soll ich das hier suchen oder soll ich wieder zurückgehen? Ich gehe erstmal wieder runter. Ne, da hat irgendwie noch was geleuchtet. Ah ja, aber das ist ja schon voll. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, ich muss wieder was verkaufen. Oder schön schnell noch einen Pfeil machen, dann könnte ich das jetzt wieder mitnehmen. Aber naja. So. Ach, dahinter kann man das auch noch aufmachen. Eine komplette Wandmalerei. Wie eine komplette Wandmalerei ist das Bild. Ach nee, da unter der Wandmalerei ist eine Wandmalerei. Vera Cruz, das wahre Kreuz. Ist es das, was ich denke? Das ist die Schatulle. Daran gibt es keinen Zweifel. Da, Jesus nimmt das Kreuz auf. Vielleicht sollten wir jetzt wieder gegen die Wand klopfen und die Schatulle ist hinter dem Bild der Schatulle. Es fehlen einige. Vor 1600 gab es nur 7 Stationen. Das dürfte zu Lopez Zeit gewesen sein. Das ist einer von seinen Hinweisen. Ja, absolut typisch für ihn. Okay, mal sehen, ob wir hier irgendwo ein Kreuz finden können. Naja, hier sind wenn zum die Schatulle finden, wie Beispiel die schon welche. Ja, überall Kreuze. Im ganzen Dorf waren Kreuze. So, ich weiß, wo ich lang muss. Ich will aber gucken, ob hier ist ziemlich jung, um so viel Verantwortung zu tragen. Vielleicht noch irgendwas schwierig. Ist. Ich kann es mir kaum vorstellen. Ich hätte ja voll Angst, dass das Gebäude einstürzt, wenn ich sowas mache, ne? Guck mal, das fällt eh schon halb auf mich drauf.
Hast du was? Ja. Jesus nimmt das Kreuz auf. Hilf mir mal. Oh nein. Nicht gut. Nicht funktioniert. Da soll ich jetzt rein, oder was? Geht ganz schön tief runter. Mal sehen, wohin. Jetzt macht sie einfach so einen Kopfsprung da rein. Dann würde es zu ihr passen. Boah, ne, hätte ich jetzt gar keinen Bock zu. Jetzt würde ich erstmal so einen Feuerzauber machen, dass die Spinnenweben verbrennen. Ja, er springt auch einfach rein. Station 2. Jesus stürzt das erste Mal. Hier ist eine Inschrift. Ambulate, ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Geh, während du Licht hast. Ja, so. Das war's. Okay, das war jetzt aber auch nicht schwer. Aber was ist, wenn jetzt die Sonne untergeht? Geht das dann automatisch wieder zu? Will ich nicht begraben sein. Mein Kopf irgendwo hinter einem Kreuz. Was ist das hier? Die Müllhalde vom Friedhof. Oder passiert das mit den Gräbern? Während du Licht hast, damit die Dunkelheit dich nicht überholt. Klingt wie ein Hinweis. Oder eine Drohung. Sieht aus wie die Jungfrau Maria. Station 3. Jesus begegnet seiner Mutter. Sie läuft einfach ganz alleine mal wieder. Jetzt muss ich wieder laufen. Der Spiegel ist staubig. Ja, kann ich jetzt nicht einfach weitergehen, bitte? Ich helf dir rauf. Ah, da ist, ich muss das jetzt wieder drehen. Ah, das soll ein Spiegel sein. Okay, sah aus wie Gold. Hey, hat geklappt. Das Licht zeigt da entlang. Ja. Weiter geht's. Was ist mit denen passiert? Das Licht muss etwas aktiviert haben. Bist du in Ordnung? Du hattest Glück, dass sie verrostet war. Das muss Station 4 sein. Ja. Sehen wir uns mal die Fresken an. Oh, guck mal, hier ist jemand gestorben. Aufgespießt. Sieh doch, da war jemand nah dran. Der hatte wohl weniger Glück. Das hier war nicht bloß eine Krypta. Ist das wirklich das Richtige? Guck mal, da wo das Licht hingeht, geht dann die Falle auf. Keine Ahnung, was ich hier machen soll, ehrlich gesagt. Also ich weiß, dass da überall Fallen unten sind. Aber wo soll ich das Licht hinmachen? Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen.
Ja, aber ich weiß ja nicht, wo die nächste Station ist. Also hier kommt man ja nirgendwo raus. Ich würde sagen, hier ist richtig. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Ja, ist ja okay. Da war ich schon. So, jetzt gehe ich hier hin. Ja, okay, jetzt kommt der Lichtstrahl meinetwegen zu dem Kreuzweg, wo der schon die ganze Zeit war. Ah. Ja, das war dumm, ne? Ich wollte das nicht machen. Das Spiel hat gesagt, ich soll das machen. Ich muss mit dem Lichtstrahl. Sehen wir uns mal die Fressen an. Hier nimmt er wohl das Kreuz entgegen. Okay, wir müssen das Richtige auswählen. Ist auf jeden Fall schon mal falsch. Hier ist eine Frau zu sehen. Nehmen wir das mit dem Kreuz entgegennehmen. Sieh doch, da war jemand nah dran. Der hatte wohl weniger Glück. Das hier war nicht bloß eine Krypta. Also ich will jetzt eigentlich das nehmen, wo er das Kreuz entgegennimmt. Das ist ja auch das, wo der Typ aufgespießt ist. Aber da sieht man dann auch irgendwie schon, dass es falsch ist. Dann nehmen wir jetzt das nächste. Nimmt er... Guck mal, hier hat er eine Schatulle oder das Kreuz. Das ist meiner Meinung nach das Richtige. Ich hab... Also, das mit dem Kreuz entgegen ist wahrscheinlich auch falsch. Das muss Station 4 sein. Sehen wir uns mal, ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Hier ist eine Frau zu sehen. Das ist aber das Letzte, oder? Och, scheiße. Das hier war nicht bloß eine Krypta. Ich glaube nicht, dass das hier mit der Frau... Das ist wahrscheinlich die letzte Kreuzstation. Die ist doch bestimmt nicht jetzt... Das ist jetzt was von falsch. Oh. Station 5. Jesus stürzt das zweite Mal. Ja, das könnte man im Rallye-Unterricht spielen. Lara, ist das hier das, was ich denke? Wieder die Kreuzwegstation? Aber mit Mumien, ist das nicht ein Sakrileg? Nicht unbedingt. Es könnte die ultimative Verehrung sein. Oder sie waren krank. Das muss Station 6 sein. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Warte, Jesus stürzt das zweite Mal. Dann wird er wohl nicht direkt aufgehängt. Sie wischt ihm das Gesicht ab. Da wie Mönche. Mhm. Mann, warum? Eigentlich kenne ich den Kreuzweg. Das glaubt, sind 12 Stationen oder so. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Ich glaube, er nimmt das Kreuz auf. Er trägt das Kreuz. Ja, das ist das Nächste. Lopez hat die Kreuzigung also inszeniert? Mit Mumien?
Ich glaube, er trägt das Kreuz, ist das Richtige. Ich denke, das war ein Ort der Verehrung. Einer Untergrundsekte. Buchstäblich. Ich schätze, das ist die Sekte aus diesem Pamphlet. Mhm. Nur gucken, wie, aber... Das ist widerlich. Zum Glück war ich nicht zusammen mit Lopez hier. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Betrifft das uns? Hör auf, an Lopez zu denken. Ja, kann man das auch drehen? Angerichtet. Okay. Ich würde sagen, hier, er nimmt das Kreuz auf. Ist, würde ich sagen, das Richtige. Weil das sieht aus, als ob das das Kürzeste ist. Was ist das jetzt? Sie wischt ihm das Gesicht ab. Ja, das ist die Frau. Sie heben ihn hoch. Von wo kommt das? Von da kommt das. Keine Ahnung. Jetzt muss ich erstmal hinkriegen. Ja, die will ich nicht. Die will ich auch nicht. Die will ich auch nicht. Kann ich das Ding bitte jetzt wieder wegschieben? So, das Licht kommt von da. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Ja, das ist schon logisch. Aber ich weiß nicht, wie man das hier bewegen soll. Kann man das auch irgendwie drehen? Nee, kann man nicht. Er trägt das Kreuz. Ja, das ist, glaube ich, das Nächste. Er trägt das Kreuz. Was ist da passiert? Sie tragen ihn. Sie heben ihn hoch. Ja, dann er trägt das Kreuz, ist das Nächste, würde ich sagen. Komplett in die andere Richtung. Also ich meine, ich weiß, welche Station das liegt. Das finde ich echt gut, weil sowas ist, lernt man ja in der Schule. Das müsste man also eigentlich können. Nur nicht, wie ich mit dem hier irgendwo hin strahlen soll. Keine Ahnung. Also wie ich das ausrichten soll, ist jetzt aktuell mein Hauptproblem. Was ist der erste Schritt der Kreuzigung? Weiß nicht. Vielleicht steht's auf dem Flugblatt. Also es macht für mich einfach keinen Sinn, wenn man noch nicht mal zu der anderen Seite mit dem Licht kommt. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Ja, ist klar. So, das geht von da nach da. Kann ich das nicht mal drehen oder so? Ja, ganz ehrlich, man kann auch einfach 6-mal ausprobieren. Das Problem ist, aber ich könnte eh nur 3-mal ausprobieren, weil ich das Lichtstrahlding nicht auf die andere Seite kriege. Und wenn das eh nur auf der rechten Seite, also nur auf der Seite ist, wo ich es gerade hinkriege, wäre es ja irgendwie witzlos.
Ja, komm, dann nehmen wir jetzt das. Ist hingefallen. Das ist der erste Schritt der Kreuz. Sie tragen ihn. Vielleicht steht's auf dem Flugblatt. Das ist jetzt falsch und die stirbt. War klar. Das wusste ich aber schon. Aber vielleicht kann ich jetzt nochmal genau überlegen, bevor ich da jetzt irgendwas verdrehe oder so, wie man da jetzt startet. Sieht aus wie eine Kirche. Stehen da wie Mönche. Mhm. Ich würde das jetzt einfach erstmal hier hin machen. Wo strahlt das jetzt hin? Da. Lopez hat die Kreuzigung also inszeniert? Mit Mumien? Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzweg stützen. Ich denke, das war ein Ort der Verehrung. Einer Untergrundsekte. Buchstäblich. Ich schätze, das ist die Sekte aus diesem Pamphlet. Mhm. So. Das ist widerlich. Ich muss mit dem Lichtstrahl die Kreuzwegstation folgen. Vielleicht muss ich den komplett in diese Richtung. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Dass das da oben in die Mitte geht. Betrifft das uns? Hör auf, an Lopez zu denken. Na, das geht leider. Er hat schon genug angerichtet. Okay, bis durch. Ja, wenn du mir sagst, wie. So, mehr in diese Richtung geht's nicht. Schritt der Kreuzigung. Weiß nicht. Vielleicht steht's auf dem Flugblatt. Ich weiß, was es ist. Ich krieg den Lichtschwall da nur nicht hin. Was halt gerade mein Hauptproblem ist. So, und das kann ich nicht ändern. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Okay, dann gehen wir halt ganz weit in diese Richtung. Und hoffen jetzt mal, dass das irgendwas bringt. Egal wie wir das drehen, wir werden da nie Licht einfangen können. Das wird nicht. Ja, los, lass los, lass los. Das wird nicht gehen. Boah, das ist wieder so ein Ding. Ich muss mir wieder ein Tutorial dazu angucken. Warte, warte, vielleicht. Was ist der erste Schritt der Kreuzigung? Weiß nicht. Vielleicht steht's auf dem Flugblatt. Nee, krieg ich nicht hin. Aber mehr als so geht nicht. So, das geht nach da oben. Das geht nach da. Da muss ich eigentlich mit dem hier hin und das auf die andere Seite werfen, würde ich denken. Muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Ja, ich weiß. Dann sag mir aber bitte wie. Und die Dinger da will ich nicht aufmachen. Schon wieder null Bock. Wo steht denn das andere? Ach, da vorne. Was ist der erste Schritt der Kreuzigung? Weiß nicht. Vielleicht steht's auf dem Flugblatt. Och, Mann, ey.
Ja, okay, dann mache ich jetzt Pause, guck mir an, wie es geht, und dann geht das im nächsten Part weiter. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Ja, dann sag wie. Ach Mann, Leute. Bis gleich. Ciao.